Morgen. Morgen. Erwischt. Meiner, ich bin auch Öko. So, was machen wir heute? Heute machen wir Audi SQ7. Na? Wir zeigen euch in dem Video, was da so abgeht bei uns, wenn wir das montieren. Und wie man das montiert. Viele machen das falsch. Wir wollen zeigen, wie es richtig geht, oder? Ja. Das machen wir jetzt. So, hier haben wir extra ein Sika-Primer. Schmeckt nicht so gut wie ein absolut Wodka, aber aber wir. Check. Machen wir so ein bisschen rein. Na, machen wir dazu, sonst läuft hier irgendeiner und dann liegt das alles auf dem Boden. Ich war das nicht. Das war jemand anders. Das war ich wirklich nicht. So, jetzt drehen wir die Teile um. Check. Und machen das vorsichtig schön sauber. So. Wir wollen ja nicht, dass die Teile während der Fahrt auf der Autobahn bleiben. Hier war so eine schöne Kante. Sieht man gut. Ne? Ja, vielleicht nicht ein bisschen weiter weg, glaube ich, Olli, oder? Das ist eine schöne Kante, damit sich das Sika, was wir nachher auftragen, ja, schön verteilen kann und nicht auf die Karosserie rausquetscht. Klar, wenn man übertreibt mit dem Sika-Flex, bekommt man das nachher alles auf die Karosserie. Nicht übertreiben, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ne? Schaut mal. So sieht es aus. Ne? Wenn ich das mache. Nein, Spaß. So, jetzt müssen wir alle Teile so machen, quasi. Ne? Das Einzige, was ich wirklich nicht mag in dem ganzen Jahr, ist Regen. Ja, ich hasse Regen. Von mir aus kann es minus 20 sein, aber nicht nass. Übrigens, wir fahren nächsten Monat, ne, in, Anfang November, erstmal nach Las Vegas zu der SEMA Show. Da sind wir jedes Jahr, werde ich auch ein Video drehen. Freut euch drauf. Wer mich nicht verpassen möchte oder uns, dann soll das lieber jetzt abonnieren, sonst verpasst ihr das. So, viele fragen sich auch, warum macht das der Chef selber? Ja, das ist eine gute Frage. Warum? Weil der Chef selber, in dem Fall ich, muss alles wissen und alles können. Also ich weiß wirklich alles. Wie man produziert, wie man entwickelt, wirklich alles. Damit hier mir niemand sagen kann, dass das so oder so nicht funktioniert. Olli, stimmt das? Stimmt. Auf jeden Fall, wir fliegen nach Las Vegas nächsten Monat. Ne? Das wäre November. Und danach direkt nach Hongkong. Besuchen wir unseren Händler in Hongkong. 3 Tage später nach Guangzhou, glaube ich, heißt das. Habe ich richtig ausgesprochen, Olli? Weiß ich nicht. Da ist auch eine Messe und da sind wir auch dabei. Das ist eine Messe, die wird organisiert von der Motorshow Essen. Achso, und danach quasi, wenn wir wiederkommen aus China, ich glaube, das ist der 26.11. Ein paar Tage später ist die Motorshow Essen. Da sind wir auch wieder dabei. Ne? Danke nochmal an den Herrn Sawatzki für die tolle Betreuung. Wir haben nicht für alle Teile TÜV-Teile-Gutachten erstellt, weil, sag mal, manche Fahrzeuge, die wir machen, oder die wir bauen, da verkaufen wir wirklich ein, zwei vielleicht in Deutschland. Und ja, der Rest geht alles in die USA oder nach Asien. Ne? Das ist eigentlich der größte Markt von uns. Leider nicht in Deutschland. Ne? Bei unserer Regierung, das so ein bisschen alles kaputt macht zurzeit. Ne? Überall ist alles erlaubt, überall ist kein Problem. Nur in Deutschland nicht so wirklich. Man sollte natürlich Teile bauen, die
jetzt wirklich für die Straße auch zugelassen sind. Weil die Amis, die bauen irgendwas, ja, und jeder darf montieren, was er will. Also so auch wieder nicht, ja. Das muss schon so ein bisschen sicher sein, ja, dass irgendeiner da so einen Stempel setzt und sagt, das ist gut. Das Gute bei den SUVs, also in dem Fall auch der Q7, ist, dass man nichts rausschneiden muss bei den ganzen Widebodies, ja, bei den Breitbauten. Das ist das Gute. Wenn man, keine Ahnung, wenn man sich ein Auto geleast hat zum Beispiel, ist wirklich absolut kein Problem. Ja, danach kann man das ganz normal wieder entfernen, das Auto zurückgeben und hat man 2-3 Jahre ein cooles Auto gefahren. Serie hat jeder, ne, Olli? Mhm. Guck mal, mein Aufpasser. Security. Cookie. Was? Wo sind die Bösen? Such die Bösen. Such die. Wir sind nicht hier. Die haben wir alle gekündigt. So, auf jeden Fall in China. Zurück zu der Messe in China. Ne? In Guangzhou. Zeigen wir auf dem Stand unser gemeinsames Projekt. Wir haben in China eine Sonderserie von einer Mercedes V-Klasse gemacht, beziehungsweise unser chinesischer Partner, ne? Also VIP-Shuttle. Die Chinesen stehen unglaublich zurzeit auf diese VIP-Shuttle-Geschichte. Gut, da ist ständig Stau, die stehen alle im Stau, die arbeiten da drin und keine Ahnung, schlafen und alles Mögliche. Ist natürlich praktisch, wenn man so ein Auto hat. Ne? Wir ärgern uns manchmal, wenn wir hier auf der A40 Stau haben, 20 Kilometer, und wir müssen eine halbe Stunde warten. Wer schon mal in China war, weiß, dass diese 20 Kilometer bei uns gar nichts sind. Wirklich. Auf der Motorshow in Essen gibt es direkt zwei Weltneuheiten bei uns. Und zwar den Mustang, ne? 69er Mustang, Fastback, und unseren Rolls-Royce Wraith. Ja, den bauen wir jetzt auch um. Ein paar schicke Räder, ein bisschen Spoiler. In dem anderen Video habt ihr auch das Leder schon gesehen. So. Jetzt warten wir ein bisschen, bis das trocknet, und dann können wir loslegen. Aber in der Zwischenzeit können wir schon den Q7 absichern. So ein bisschen Kleber drüber machen und so weiter, dass da nichts zerkratzt. So, dann auch mit der Bude. Passt das bei deiner Seite? Guck mal bitte. Ja. Twinbush. Gute Marke, cooler. Coole Bühnen. Ich bräuchte jetzt Hilfe, und zwar Dominik, sonst alleine schafft man das nicht, weil das sehr, sehr große Teile sind. Ja, die kleinen Teile kann ich auch mitmachen. Ich glaube, das wäre die Seite. Ne? Ja, guck mal her. Erstmal machen wir so einen Probecheck. Gehen wir auf die andere Seite. Ja, guck mal, so passt. So. Hier die Innenkante muss perfekt abschließen. Passt? Tja. Guck mal die Kante. 1 mm Kante. Sehr schön. Ja. Früher haben wir die Teile alle per Hand gebaut. Kannst du das mit der Sicherung machen? Früher haben wir die ganzen Teile mit quasi per Hand modelliert auch. Ja. Und da war es natürlich ein kleines Problem, dass die nicht immer so hundertprozentig passgenau waren. Und man musste sehr viel anpassen. Ja, jetzt machen wir die ein bisschen anders. Wir machen alles in 3D, wir scannen die Autos und zeichnen in 3D und fräsen die Form und die Werkzeuge oder Prototypen. Und dann passiert also natürlich sowas nicht mehr. Ja, die passen wirklich gut. Wir entwickeln uns vom Jahr zu Jahr. Ähm,
übrigens, der Dominik ist hier der Sikaflex Sicherheitsbeauftragter. Sikaflex. Normalerweise muss man immer Handschuhe anziehen, weil. Warum, Dominik? Ja, wenn man es einmal in der Hand hat, dann hat man es eine Woche dran. Genau. Also Sika ist wirklich wie Beton. Ja? Einmal an der Finger, eine Woche schwarze Finger. Ja, kann ich an viele Frauen empfehlen, wenn sie schwarze Fingernägel haben wollen, nehmt ruhig ein bisschen Sika. Oder? Mhm. Oder hier so, Augenbrauen oder so. Wirklich eine Woche lang. Guck mal hier. Auf, guck mal hier. Wie schön der das macht. Wisst ihr, warum der Dominik das so gut kann? Weil er 3 Jahre bei mir die Ausbildung gemacht hat. Ja, der hat 3 Jahre bei uns Sika geklebt. Seine Berichte waren immer gleich. Immer Sika kleben, Sika kleben. Tada! Fertig. Jetzt wird es gefährlich. Also einmal dran ist dran. Weil wenn wir das verschieben, was passiert, geht der ganze Sika durch. Oder? Ja, quetscht der Sika raus. Und das ist natürlich doof, die sauber zu machen. Die ganze Geschichte. Ne? Deswegen immer mit 2 Mann machen. So, jetzt Stunde der Woche. Bei dir? Gut. So gut? Wir fixieren das jetzt mit Klebeband. Ja, mit so einem speziellen Klebeband, was keine Klebestreifen hinterlässt. Warum machen wir das mit Klebeband? Ja, wir haben eigentlich so Saugknöpfe mit so einem Druckding da. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja. Aber dann haben wir so Druckstellen hier gehabt auf dem Lack, weil die Teile sind ja frisch lackiert und auf frisch lackierten Teilen sollte man das nicht wirklich machen. Guck mal, wie schön das passt. Deswegen ja, professioneller ist natürlich mit so schönen Haltern, weißt du, hier so tschack, tschack, tschack. Im Video sieht das professioneller aus, aber praktisch ist das nicht. Also wir machen das lieber so. Das ist unsere Erfahrung. Also wie ihr selber aus seht hier, ist ein Audi Q7 nicht breit genug. Nein, der ist schon breit genug. Aber, wie sage ich immer, Serie hat jeder. Und wir sind nicht jeder. Mein Kunstwerk. Fertig. Also wie ihr auch sehen könnt, ist die Montage wirklich gar nicht schwer. Ja. Das kann im Prinzip fast jeder montieren. Und machen wir mal sauber schon alles. Und dann nur wirklich mit viel, viel Feingefühl und so weiter. Dann klappt das auch gut. Ne? Weiter geht's. So, wie man auch sieht, ist das so ein bisschen wie Lego zusammenbauen oder wie Tetris. So. Hast du die Kleinen? Das sind die Kleinen, ja. Passt, hast du den richtigen, ja? Das ist das richtige Teil, ja. Okay, jetzt kommt ein, der gerade ist, ja? Ich gehe davon aus, dass das. Das? Könnte ja. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ja, klar. So, normalerweise sind die Teile auch bei uns nummeriert, aber die sind nicht nummeriert. Warum? Weil das Prototypen sind. Das waren die ersten produzierten Teile. Ja, normalerweise steht hier so eine 1, 2, 3, Hinterachse, Vorderachse. Passt? Ja. Das sieht gut aus. Der Junge hat's drauf. Gut, wie gesagt, der hat bei mir die Ausbildung gemacht. Ne? Ich muss ihn mal aufnehmen sollen. Ach so? Ich mach so hoch, ne? Ich wusste nicht genau. Ready? Ich bin der Klebeband-Sicherheitsbeauftragte. Dieses Klebeband, guck mal, 3M, kann man sehen. Ja. Bombenfest, wirklich. Bombenfest. Wirklich, also wir haben schon alles probiert. Und 3M ist einfach nur Killer. Allgemein, die 3M-Produkte sind wirklich
Top. Ob wir die Autos folieren oder hier so Klebebänder und so weiter. Deine Meinung? Ja, ist so. Von den anderen ganzen Klebebändern und so hat man ja diese Klebereste. Ich sag ja immer, kaufst du günstig, kaufst du zweimal. Genau. Man muss Sachen kaufen günstig, nicht billig. Ja, man muss immer unterscheiden zwischen günstig und billig. Hallo, ich kann so nicht arbeiten. Ja, ich brauche Teile. Ich habe den Zuschauern versprochen, wir montieren das Bodykit in 15 Minuten. Nicht möglich. Also für so eine Montage braucht man wirklich so mit allem drum und dran 4 Stunden. Ja, also wirklich in Ruhe. Hier Maurice, der ist wirklich, ob man das glaubt oder nicht, der hat weibliche Hände. Ja, der macht die Überreste quasi, was so ein bisschen rausgequillt ist. Ja, alles tico-taco sauber. Und wirklich, wenn er es macht, dann ist er wirklich sauber. Ja. Maurice hat eine schöne Flasche. Und da drin ist Alkohol. Alkohol. Ja, wenn man wirklich gerade so sich die Nase zieht, dann kann es passieren, dass man nicht mehr fahren kann. Das war mehr als 0,5 Promille. Nein, das ist Spiritus. Mit Spiritus kriegt man alles sauber, solange es noch frisch ist. Ja? Wenn das eintrocknet, dann wünschen wir euch alles Gute. Nein, das, wenn das eintrocknet, ist scheiße. Also, das kriegt ihr nachher nicht sauber. Was ist das? Adidas. So, weiter geht's. Ja, jetzt wird lustig. Das sieht gut aus, ja. Bei mir steht gut aus. Bei mir auch. Wie sage ich immer? Tico Taco. Tico Taco. Mhm. Oh, ja, check. So, auf jeden Fall. Telefon. Ja. Die NASA hat angerufen. Das Auto ist zu breit für die Straßen. Auf jeden Fall, Borbet BY-Felgen in 23 Zoll kommen hier drauf. Ja. Mhm. Bereifung, hast du bestellt oder noch nicht? Noch nicht bestellt. Noch nicht. Also Bereifung schauen wir mal, welche Marke. Meistens nehmen wir einen Conti. Die sind gut. So, fertig. Kennt ihr die Videos von Dr. Edgar, wo der früher gekocht hat? Der hat immer erzählt und dann hat er gesagt, auch das habe ich vorbereitet, auch das habe ich vorbereitet. Egal was der gemacht hat, war schon alles fertig. Ja. Guck mal, auch das habe ich vorbereitet. Doch, ist er jeden Morgen. Wenn ein Oscar für schlechte Laune gäbe, Marktführer. Ja, guck mal hier. Habe ich ein Andenken für die nächste Woche. Ja. Schaut mal, allein nur die Heckverbreiterung besteht aus, hier kommt noch eins, zwei, drei, vier Teilen. Mal zwei sind 8. Vorne sind 4, insgesamt dann, also 4, plus die 8 sind 12 Teile, sind unsere Verbreiterungen. Ihr müsst euch vorstellen, die 12 Teile müssen schön zusammenpassen. Bündig sein. Und bündig sein, ja. Jetzt muss ich jetzt genau da, wo du glaubst. Ja, schon wieder angefasst. Alles gut. Hier ist ein ganz kleines Stückchen Sicker. Ja. Rausgequetscht. Und genau da fasst er jedes Mal an. Ja. Und hier, nachher, guck mal her. Nachher, wenn das alles getrocknet ist, nehmen wir Klebeband ab, zeigen wir gleich nochmal. Und hier machen wir schöne, saubere Sika-Flex-Kante. Der Kunde ist im Urlaub. Das Auto gehört einem Kunden, der heißt Stefan. Und der Stefan hat uns das Auto überlassen. Ja gut, war ein Fehler, ne? Ja. Jetzt kommt er wieder, das Auto ist breit.
Frau von Stefan hat gesagt, das braucht man nicht. Ich wollte das gar nicht umbauen. Und Stefan hat gesagt, ey, klar bauen wir das um, andere. Ja. Genau. Frauen denken praktisch. Wir denken, wir müssen cool sein.